Zack und raus mit der Rute. Ich teste hier an der Stelle mal wieder auf Plattfische, also auf Schollen und im Idealfall auch nochmal auf Steinbutt. Also legen wir los hier. Ich stehe hier schon wieder ein bisschen länger, probiere gerade ein bisschen rum, habe vorhin im Stream auch schon hier ein wenig rumprobiert, beziehungsweise auf der anderen Seite, gegenüberliegend sozusagen an der Ecke, habe da auch ein bisschen rumprobiert und es ging langsam schon wieder los mit Steinbutt und mit der Scholle. Allerdings, und das fällt mir jetzt hier gerade auf, im Vergleich zum vorherigen Tag, wo ich hier noch stand, und wo die Steinbutt reingegangen sind, haben wir jetzt gerade Sonnenschein. Und bei dem Sonnenscheinwetter ballern mir hier auf einmal deutlich mehr Schollen rein und bisher kein Steinbutt mehr. Ist der Steinbutt wohl eher scharf auf Regenwetter? Ist dir sowas auch schon mal aufgefallen? Gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn du das gesehen hast oder wenn dir das auch so aufgefallen ist, ob der Steinbutt vielleicht eher Bock hat auf Regenwetter. Der Heilbutt zum Beispiel, der scheint ja ganz gut bei Regenwetter zu funktionieren und beim Sonnenschein eher weniger. Und wenn ich so in den Kescher reinschaue, sind hier jede Menge Schollen. Alles Schollen. Nicht schlecht. Also, vielleicht ist die Scholle tatsächlich eher der Sonnenschein-Plattfisch und Heilbutt bzw. dann Steinbutt vielleicht eher bei Regenwetter anzutreffen. Müssen wir also noch mal ein bisschen weiter erörtern. Oder wie gesagt, vielleicht hast du das ja auch schon getan. Gerne eine kurze Info und das Video schreiben für alle anderen, die auch Bock haben auf die Plattfische. Ich teste hier gerade verschiedenste Köder und teste das auch gleich noch ein bisschen länger und probiere noch ein bisschen rum. Und auch gleich nochmal ein bisschen andere Montagen. Ja, im Moment natürlich wieder mit Beifängern und allem drum und dran. Aber wir bauen hier auch gleich gerne nochmal um auf einfachere Montage. Das heißt nur mit Jig oder nur mit dem Pilker. Hatte ich gerade im Stream auch gemacht. Auch das funktioniert. Im Moment teste ich es gerade hier sogar mit dem Provoker nochmal im Braun. Da hat das schon mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert für den Steinbutt. Maggot auch immer wieder gut. Auch hier der Maggot in Braun. Und wenn wir hier jetzt mal eben reingucken, sortieren wir mal gerade nach Gewicht und nehmen hier die etwas saftigeren. Guck mal hier, der Maggot in 1 hat hier gut funktioniert. Maggot in 1, wieder auch die große Scholle und hier Maggot in 2 und Maggot in 1 wieder. Heißt also der 1er Maggot, das ist der 2er, hier ist der 1er, der scheint tatsächlich ein bisschen besser zu triggern. Dementsprechend bauen wir das Ganze jetzt einfach mal komplett um hier auf Maggot und haben dann im Idealvergleich hier schön große Schollen dran. Heißt also jetzt natürlich hier dreifache Chance mit dem am besten laufenden. Wir sind jetzt hier natürlich am Jiggen. 50er Einholgeschwindigkeit, einfache Drehung und dann ein bisschen abwarten und dann steht hier die, zack, die Jigführung bzw. direkt der Biss. So soll das doch sein. Wenn man jetzt natürlich nicht so viele Beifänger hat, macht man das Ganze einfach nur mit Jig. Meeresjig lohnt sich absolut. Einfach immer mal wieder mit Meeresjig testen. Ich verlinke auch nochmal das letzte Video. Angeln am Meer unter 75% lohnt sich. Kann man machen. Zack, sogar Steinbutt. Und den will ich. Ich will mehr Steinbutt, Alter. Steinbutt. Wenn das jetzt hier der Kick ist für den Steinbutt, dann ziehe ich jetzt hier aber durch. Denn Steinbutt lohnt. Dieser eine jetzt gerade. Was waren's? 23 Silber? Kann das sein? Extrem gut. Extrem gut. Ich blende es am besten gleich nochmal ein. Also, dieser kleine eine Steinbutt bringt richtig gut Silber.
Also es lohnt sich, auf Steinbutt gezielt zu gehen, wenn man dann den Köder hat, der eben funktioniert. Und das muss man natürlich testen. Und ja, mit nur einem Köder, wenn man noch unter 75% ist und man hat die Beifänger noch nicht, dann dauert das Testen einfach länger, weil man ja eben auch nur mit einem Köder gleichzeitig testen kann. Mussten wir halt alle durch. Was willst du machen? Ist halt so. Dann testet man halt ein bisschen länger und steht hier einen Tag länger. Macht ja nichts, kostet ja kein Bootsticket hier das Ganze. Wenn das Bootsticket nach einer Stunde ausgelaufen ist, fährt man dann einfach hier zu dieser genialen Stelle. Immer wieder gerne hier in dieser Area. Zuletzt hatte ich hier sehr viele Krebse, Taschenkrebse. Also in einer Stunde waren es 4 Taschenkrebse, also auch genau an dieser Stelle. Beziehungsweise, nee, nicht genau an dieser, sondern gegenüberliegend hier an dieser Stelle. Das ist, ich zeige mal mit der Routenspitze hin, da vorne. Genau, also hier die Area, dann geht es hier auf einmal so steil hoch, da wollen wir dann nicht mehr hin. Aber hier vorne die Area, das ist genau richtig da und dann kann man da eben auch gut hinwerfen. Was man gut machen kann, wenn man also mit dem Bootsticket hier hinfährt und noch ein paar Minuten Zeit hat, einmal diese Area abfahren und dann am Bootsticket schon mal schauen, wo sind die Spots, hinfahren, herfahren und dann genau merken, an welcher Stelle sind Spots. Die Spots, wenn ihr die seht auf dem Echolot, ihr seht, ich habe da hinten jetzt gerade mal so elegant geparkt, wenn man hier lang zieht oder wenn man hier lang fährt mit dem Boot, sieht man auf dem Echolot natürlich genau, wo die Spots sind. Das heißt, wenn man jetzt nicht so ganz schnell lang fährt hier auch, dann sieht man das relativ detailreich. Und dann kann man sich merken, okay, an der und der Stelle hier am Land, am Ufer, könnte ich mich hinstellen und dann werfe ich einfach raus auf diesen Spot und versuche den dann eben vom Ufer aus zu beangeln und habe dann alle Zeit der Welt, sämtliche Köder zu testen und dementsprechend dann die Brocken rauszuziehen. Einfach auf Jig oder einfach auch mit dem Pilker. Vorteil beim Pilker, das kann man natürlich auch dann gut machen. Man kann dann natürlich so Filetstreifen schon mal mit draufhauen, wenn man die schon herstellen kann. Also auch das durchaus eine Möglichkeit. Zip. Einfach dann hier, wie gesagt, mit den Pilkern oder eigentlich noch besser mit dem Jig. Und dann testet man die ganze Maggot-Serie durch, Schaumgummis testet man durch, Real Warm. Lasst euch da ein bisschen inspirieren, natürlich auch von den Rekorden. Oder einfach nochmal reinschauen, auch in die etwas älteren Beiträge im Discord. Link zum Discord ist unterm Video. Oder einfach nochmal in die älteren Videos reinschauen. Ihr wisst ja, der Kanal ist komplett schon wieder gefüllt mit ausreichend Infos. Und da kann man auch einfach die älteren Spots neu testen. Es gibt im Game quasi nicht wirklich alte Stellen, denn die alten Stellen funktionieren selbst nach 2 Jahren immer mal wieder oder regelmäßig immer wieder, immer mal wieder Pause und dann gehen sie halt wieder aktuell. Also ausprobieren. Alte Stellen, alte Spots, alte Köderkombis. Funst! So, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter durch. Ich suche jetzt noch mehr und gezielter Steinbutt und muss jetzt hier tatsächlich gleich nochmal auch gänzlich, also ich werde gleich nochmal gänzlich anders reingehen von der Farbe der Köder. Maggot 1 ist jetzt hier der schwarze. Ich muss ein bisschen weiter testen. Ich teste gleich was Silbernes zum Beispiel in Richtung Tiny Fish. Also alles, was so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen fischiger aussieht, vielleicht auch noch ein bisschen größer ist. Und dann probieren wir hier doch nochmal den ein oder anderen Steinbutt zu überlisten, denn die bringen es einfach. Kohlemäßig super, XP-mäßig auch richtig gut. Von daher Vollgas auf Steinbutt, wenn ihr einen Spot findet, raus mit dem Brocken und gerne auch unten teilen oder im Discord teilen, also in die Kommentare reinschreiben oder im Discord reinschreiben, hilft doch auch anderen. Petri Illimits, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, hilft mir. Kanal abonnieren, hilft noch viel mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch oder im Livestream auf YouTube. Immer um 19 Uhr. Petri, bis zum nächsten Mal.